Willkommen bei Red Let's Zirkusik 2 nach des Rabengerödel mit meiner Wenigkeit am Mikro. So, der erste Start ging tierisch in die Hose, obwohl die Anmoderation richtig klasse war. Aber das verdammte Spiel ist wieder mal abgekackt. Das muss ich jetzt mal so sagen, weil ich nämlich hier jedes Mal in dieser Spalte hängen geblieben bin. Ich meine, das ist ja nicht schlecht, aber hier im Spiel ist es halt kacke. So. So. Das ist nämlich gar nicht so einfach mit dem Burschen. Nein, nein! Herrgott, jedes Mal, wenn der hier an diesen Schrägen hängen bleibt, dann könnte ich ihn so eine scheuern, weil nämlich dann alles hängt. Dann geht nämlich überhaupt nichts mehr. Nein. Wie soll denn das gehen? Kannst du mir das mal bitte erklären, du Vogel? So. Ich habe mich nämlich ein bisschen aufgeregt über... Guck mal, das sind die bösen Buben. Die sind nämlich ziemlich stark. Die sind verdammt stark. Oh oh. Aber der kommt da nicht hoch. Wir müssen nur aufpassen. Wir brauchen nämlich nicht viele Schüsse. Bandit. Der hängt aber gerade so ein bisschen. Du kommst hier nicht hoch. Du kommst hier nicht hoch. Und wehe, du kommst da hoch. Ja, so sieht's aus. Aber das ist blöd, wenn der da oben stirbt. Dann hängt der nämlich da fest, oder? Ja, das ist blöd. Da kommen wir nämlich wir auch nicht hin. Ah, verdammt. Ich muss hier mal ein bisschen wegscrollen, sonst kriege ich die Krise. Und ich muss den Bursche... Das ist zu schnell. Lauf doch mal ein bisschen lang... Ja, so ist es brav. Du sollst langsam laufen. Wir müssen... Oh, was macht denn der jetzt da hinten? Der kaspert jetzt da hinten rum. Und wir kommen da nicht hoch. Jetzt, so. Wir müssen die möglichst so beseitigen, dass die uns nicht treffen. Jetzt hocken die alle in der Ecke, ne? Kann aber nicht wahr. Und was ist mit ihm? Der ist doch schon tot. Ja. Der ist auf alle Fälle schon im Eimer. Dann fehlen noch unten die Burschen. Wenn wir runterfallen, ist es aus. Bandit. So, getroffen. Ja. Weil die Bogenschützen, die sind echt hart. Was ist denn jetzt hier? Oh, ich könnte da schon wieder ausrasten. Das ist ein bisschen eklig. Also bei Gothic kann man sich durchaus so festfressen, dass man nicht mehr weiterkommt. Ja, ich habe dich aber getroffen, ne? Jetzt rennt er wie bekloppt da unten. So, das war's für euch, Jungs. Ihr habt nicht mit Redlet gerechnet. So sieht's aus. So, Bogen wegpacken, alles einpacken und dann hier möglichst wieder umschalten. Oh, jetzt macht er wieder hier eine Kaffeefahrt. Wie machen wir denn das jetzt, ohne dass wir hier den Löffel abgeben? Er geht schon wieder so langsam, jetzt. Und schon wieder. Mann, bist du hohl. So. Ich möchte es nämlich nicht versauen. Ich glaube so. Zack. Nein! Ah, es musste ja passieren. Hier hätten wir einfach runtergekonnt. Das wäre relativ einfach gewesen. Aber nee... Da muss er wieder über den spitzen Stein stolpern. Schwerer Ast. Sag bloß, der Bandit hier hatte bloß einen schweren Ast. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sehe es schon wieder kommen, dass der Bursche hängen bleiben möchte. Bogen. Und der da hinten, der ist echt ein Problem. Nee, wir kommen hin. Hat er noch was? Degen. Den Degen hätte ich ganz gern. Und ich werde mal irgendwas zu mir nehmen. Halt, da ist doch noch was. Silberne Kerzenständer, Gletscherquarz, Pech, Steintafel. Hast du nicht gesehen. All die guten Sachen eben. So, start a fire. Nein, oh, da drin liegt jede Menge Post. Aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal was zu uns. Und auch vielleicht noch ein, zwei Äpfel. Weil bei uns mit der Stärke, wenn man nämlich, ich glaube, 12 Äpfel isst, bekommt man Stärke dazu. Ein Pünktchen. Ach, wieso esse ich denn das jetzt? Total bekloppt. So, ich wollte doch hier Manamana, das wollte ich haben. Essen. Feldknöderich? Ich würde mal sagen, dann machen wir zuerst die Kisten. Truhen. Das hört sich gut an. Das war jetzt rechts. Also rechts, rechts, links, links, nee, rechts, rechts, links, rechts, rechts, nee, rechts, rechts, links, rechts, links. Und die zweite Truhe hätte ich auch noch ganz gern, wenn es geht, gegen der Banditen. Schon wieder. Also momentan ist die Kamera total verspult. Ich muss mal näher ran hier. Das ist mir ehrlich gesagt lieber so näher ran.
Gerade wenn es ja so eng zugeht, ne? So, da haben wir die nächste Truhe. Halt, links. Links, rechts, rechts. Und das war's schon. Dann mache ich schon auf. Vielen Dank für diese Sachen, die da drin waren. Ich habe gar nicht genau geguckt, aber ich bedanke mich einfach mal. So, hier haben wir eine Feuernessel. Und wir müssen ins Zelt gehen. Ich meine, die Bande haben wir ja schon hübsch ausgeräumt. Hier gibt es jede Menge Zeug, fein säuberlich und ein wunderschöner Brief. Ich habe gesehen, es gibt sogar so eine Art Modifikation. Und da hat sich jemand die Mühe gemacht, so eine Kalligrafie zu machen. Mit so... Also dann ist diese Schrift hier in diesen Briefen richtig wunderschön geschrieben. Wo ist das? Lieferung. Dieses Schreiben habe ich bei dem Banditen hinter Segelkopfshof gefunden. Zeig mal her. 15 Kurzschwerter, 20 Degen, 25 Laib Brot, 50 Flaschen Wein. Das war das letzte Mal. Die Sache wird mir langsam zu heiß. Fernando. Ah ja, okay. Dann haben wir den Waffenhändler jetzt im Sack. Und da war noch ein Brief. Da war doch noch ein Brief. Steckbrief. Lucias Abschiedsbrief. Ich nenne sie Lucia und den Elfrich Elfrich. Elfrich finde ich komisch. Man kann das natürlich so sprechen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und Lucia finde ich schöner als wie hat er sie genannt? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. So bekloppt jedenfalls. So total hart irgendwie. Also die Aussprache von Lucia. Lucia oder so. Nee, ich weiß nicht, ob sie eine Italienerin ist. Also, dann, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch die paar Käfer noch platt machen. Aber ich würde mal sagen, wir sollten auch speichern. Wenn wir denn... Nee, nicht Spiel laden, Spiel speichern. Was ist jetzt? Passt schon, Spiel speichern. Hier sind wir. Dann können wir den Baldram überschreiben und sagen jetzt nach Banditen. Ist ein bisschen laut, weil natürlich meine Tastatur eine mechanische ist, mit Absicht. Soll Leute geben, die kaufen sich extra eine weiche mit Soft-Tasten, Spieletastatur und verbiegen sich dann. Ich mache das nicht, mir ist das scheißegal. Für mich ist wichtig, dass ich eine ordentliche Tastatur habe. Also die letzte Tastatur, die so gut war wie die, das war irgendeine aus 1982-83, die ich mal in den Händen hatte, von einem uralten Bürocomputer, die man wirklich zerlegen und jede Taste einzeln rausnehmen konnte. Also auch so eine vollmechanische. Und die hat ebenfalls solche supergeilen Anschläge gehabt, wie die. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, das lassen wir mal gut sein. Oh, guck mal. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Cockpit von einem Raumschiff, ne? Diese Pilze, wie die angeordnet sind. Wie die Instrumente in manchen Autos heute. Die sind auch so lustig. Ich meine, ich habe viele Autos gefahren. Und ich habe viele Kilometer runtergefahren in meinem Leben. Auch LKW, Motorrad, ich habe alles gefahren. Ich habe schon ein paar Kilometer zusammengebracht. So ist das nicht. Also es ist einiges. Und wenn ich jetzt in so manches moderne Auto einsteige, weil ich fahre kein Auto mehr, ich besitze keins mehr und werde wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder eins besitzen. Und jedenfalls, wenn ich dann irgendwie mal die Gelegenheit habe, in einem supermodernen Auto mitzufahren, denke ich, ich sitze in einem Raumschiff. Manchmal hat man das Gefühl, auch wenn man eine Maus kaufen geht, dass man ein Raumschiff kauft oder irgendein Accessoire von einem Raumschiff, wo ich mir denke, was geht ab? Was zur Hölle ist das Endstadium des Kapitalismus? Ja, wo sie sich nochmal so richtig aufbäumen, um so im ganzen Ramsch und Plastikmüll an Mann zu bringen. Oh, was ist das denn? Es ist schwer sozusagen zwischen diesen ganzen abgespaceden Plastikmüll irgendwas Funktionales zu finden, wo man sagt, okay, das ist es. Und der Witz ist, auch mit meiner Tastatur, als ich die gekauft habe, ne, das war eine schwere Geburt. Und der Verkäufer, der hat erst gedacht, ach, der hat sowieso kein Geld. Weil ich dort mit meinen Radklamotten angekommen bin, also, ja, so als ob ich vorher ein Radtraining gefahren habe. Weil die Klamotten einfach die wärmsten waren, deswegen habe ich die angezogen, habe mich auf mein MTB geschwungen, bin dort hingefahren und bin so im nasskalten Wetter dort angekommen mit nassen Arsch. War mir völlig egal. Dann haben mich die Leute schon ein bisschen angeguckt im Mediamarkt, wo alles so stylisch hochgemacht ist, so hip, so ein bisschen auf Kaffee noch, ja, wo die Leute so nach dem Shopping dann sich gegenseitig ihre Handys am Kaffeetisch zeigen.
Also denke ich, Scheiße, was ist das für ein Laden geworden, ja? Wenn du an der Kasse bist, denkst du, du bist in der Bank. Und naja, jedenfalls habe ich den Typen dort verschiedene Tastaturen rausziehen lassen. Und ich habe mich natürlich vorher im Netz schlau gemacht und habe alles jenseits von, ja, von 90 Euro musste ich schon aussortieren, weil es für mich nicht mehr in Frage gekommen ist. Also nicht unterhalb, sondern überhalb. Alles, was über 90 Euro war, habe ich sozusagen dann in die nähere Wahl gefasst. Das ist das Einzige, was übrig geblieben ist, sozusagen. So, das hier macht eigentlich Laris. Aber weil wir gerade so hübsch vorbeikommen. Ey Leute, haben wir die Steintafel mitgenommen? Und bei den Banditen, wir müssen nochmal zurück, verdammt. Wir müssen nochmal zurück. Nichts zu Ich glaube, ich habe plündern. die Steintafel vergessen. Aber ich war gerade so schön in Schwung, ne, mit dem, ich bin doch nicht blöd, Markt. Müssen wir hier beten? Lass mich mal kurz überlegen. Nee. Wir haben schon gebetet. Wenn ich jetzt nochmal beten, sind 100 Goldstücke flöten. Nee, 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 nee. So machen wir das nicht. Also. Und von diesen wenigen Tastaturen, die da noch in meiner engeren Wahl waren, das waren vier oder fünf, war es dann so, dass der, ich bin doch nicht blöd, Verkäufer, davon nur noch zwei hatte und ansonsten nur entweder das ältere Modell oder die schwächere Versionsnummer drunter. Und das Interessante beim Blödmarkt ist, die sind ja nicht blöd, aber die meinen, ich bin blöd und der Rest der Welt ist blöd. Und das Geschick dieses Marktes ist es, Ware sozusagen anzupreisen, die sie gar nicht da haben. Das heißt, die teuren, überteuerten Produkte, die haben sie da vorrätig. Kurzfristig reingekriegt und wenn ich heute nicht gekommen wäre, dann wären die letzten vier auch noch weg gewesen. So was eben. Und die hochwertigeren Sachen, die in der Regel preislich, Beispiel, ich nenne mal ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel, die 850er Samsung SSD, die mit dem besseren Controller, also die Pro, die liegt, glaube ich, im Marktpreis so zwischen 118 und 100, 139 Euro, so in dem Dreh. Irgendwo dazwischen liegt sie halt. Ich habe sie gesehen für 129. Da hätte ich sie auch kaufen können. Und die Evo, die 850 Evo, die lag so bei, ich glaube, 100 herum liegt sie im Allgemeinen. Im Mediamarkt lag sie als Kit für 109 Euro. Also die lag da nicht, aber sie war auf der Webseite so angepriesen. Also habe ich mir gedacht, die nimmst du auch noch mit. Diese Platte. Und musste damit Entsetzen feststellen, als ich im Blödmarkt war, dass es so ein bisschen wie in der DDR war. Ja, also es gab zwei Typen, die noch im Regal lagen. Und alle die, die eigentlich interessant gewesen wären und preislich, also hochwertig und preislich in dem Segment, wo ich gesagt hätte, okay, die hätte ich gerne haben wollen, die müssen wir bestellen. Und alles andere überteuert. Ist doch Also angekommen. wirklich teilweise extrem überteuert. Ich nenne mal ein Produkt als Das ist doch keine Beispiel, große Sache. was augenblicklich bei Amazon und auch in allen Online-Märkten für 119 Euro zu haben ist, hat im Mediamarkt 169 gekostet. Das sind 50 Euro. 50 in Worten. 50. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass man das begründen könnte, indem man sagt, naja, Sie müssen das so sehen und als Zwischenhändler und Internet. 50 Euro. Ja, nochmal in Worten. 50 Euro bei einem Preis von derzeit um die 119. Teilweise habe ich sie sogar noch billiger gesehen für 109. Aber 119 halte ich jetzt für angemessen. Im Mediamarkt 169. Ich mache Ihnen einen guten Preis mit 165, hat er gesagt. Habe ich mir gedacht, ich weiß ja nicht. Ich bin ja nicht blöd, habe ich mir Irgendwann muss gedacht. das hier so kommen. Ich muss jetzt erstmal hier gucken, Leute. Nachdem ich mich so ein bisschen ausgekotzt habe. Jetzt könnte man sagen, man muss ja nicht kaufen. Nee, muss man nicht. Man muss aber auch nicht versuchen, die halbe Welt für blöd zu verkaufen. Also das ist ja auch so. Und dann zu sagen, wir sind doch nicht blöd. Natürlich sind die nicht blöd. Aber ich eben auch nicht. So, Zugang zum Innerskloster. Tragendes Armbrust. Die gehen wir holen. Die schnaubende Kreatur ist zu stark für uns. Lucia, das klären wir gleich. Da wird Elvrich ganz schön Rotz und Wasser heulen. Rotz, Schwert. Miliz vertreiben. Haben wir doch gemacht. Oder etwa nicht. Ach so. Wir müssen die Quest dann noch abschließen. Habe ich ganz vergessen.
Aufnahme bei den Söldnern, schauen wir mal. Mit freundlichen Grüßen war Chavez. Ja, okay. Machen wir später. Aufs Maul, Bulko, bla. Okay, Respekt der Söldner. Das mit dem Krug, da gucken wir gleich nochmal. Vielleicht ist jetzt dieser... Ach scheiße, ich muss jetzt mal gucken, wie der hieß, der Vogel. Wie hieß denn der Vogel, der den ganzen Tag säuft? Der ist schon wieder säuft. Immer noch. Hast du nicht gesehen. Aber ich wollte seinen Namen erfahren. Irgendwas mit H. Hast du nicht gesehen, hieß er. Buka, der alte Suffkopf. So, also nochmal hier. Escape N. Aber ich war noch nicht fertig, ne? Mich auszukotzen über die Dynamik des Kapitalismus im Endstadium. Ach so, ja, jetzt bin ich wieder da, was ich sagen wollte. Ich muss aber aufpassen. Joey Bosworth Bogen, die Vermissten. Ich überlege, ob wir vielleicht hier noch irgendwas machen sollten, wenn wir schon mal hier sind. Ja, von mir auch nicht. Ich überlege gerade, was nicht ein allzu großer Umweg ist. Ich meine, wir müssten Bericht erstatten, dass wir... Links oder rechts? Das ist die Frage. Ich könnte auch dreimal um den Baum gehen und einmal in die Hände spucken. Also, ich mache jetzt mal einen Plan, Leute. Die Vermissten, der Waffenhändler. Ja, okay. Das klären wir jetzt noch ab. Wir gehen zurück in die Stadt. Wir machen das erst. Ich will das irgendwie vom Tisch haben. Ich meine, irgendwo muss man ja auch anfangen. Außerdem kann ich, wenn ich hier zu des Weges gehe, noch ein bisschen quatschen und faseln, während er so vor sich hingurkt. Also, nochmal die Frage, um auf die Tastaturen und Mäuse zurückzukommen, die so ein bisschen aussehen wie die Innenausstattung eines Raumschiffes, was man für 2,80 Euro im Supermarkt kaufen kann. Warum die so aussehen müssen, was das soll, um so den Gamern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja? Und wenn du das Ding dann in die Hand nimmst, also im Grunde genommen ist das ganz einfach. Also wenn da 50 Mäuse liegen, dann ist das im Blödmarkt zum Beispiel so, dass vorne die Vernunftsmäuse liegen, für die vernünftigen Leute, und auf der Rückseite zwischen dröhnend lauter Musik, dass dir die Ohrwascheln abfallen, und irgendeinen abgespaceden Stand, den man extra dafür aufgebaut hat, um eben Gamern das Geld aus der Tasche zu ziehen, also irgendein komischer Cube war da aufgebaut, so schwarz, mit ein paar Gaming-Stühlen und teuren Headsets und so ein Kram. Also im Grunde genommen extra golden verpackter Kaffee, wenn man so will. Dort hatten die auf der Rückseite sozusagen diese Gamer-Tastaturen und diese Mäuse. Und dann gehst du dort einmal durch und fasst die Maus an und dann weißt du schon, was Schrott ist. Also, du brauchst sie bloß einmal kurz in die Hand nehmen und dann weißt du, was Schrott ist. Und wenn du da mal guckst, die Preise dafür, ja, was die dafür nehmen, das ist echt, da fragt man sich echt, wie blöd sind die Leute eigentlich? Wie blöd sind die? Weil man kann ja eigentlich diesen Leuten, die sowas designen und verkaufen, denen kann man keinen Vorwurf machen. Denn die machen oder designen das, was sie auf den Tisch bekommen. Also was die Marktanalysen sozusagen hergegeben haben, was geht, was der Markt will, was die Leute wollen. Und das wird dann designt. Denen gefällt das auch nicht, aber die designen es halt. Hm. Da muss man sich dann echt sagen, was geht in den Leuten vor? Hey, du. Gar nichts. Erzähl mir was über den Nein wegen des Waffenhändlers. Wegen dieses Waffenhändlers. So, jetzt sage ich dir. Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Nee. Sprich erst mit der... Du findest mal... Hatten wir doch schon. Nee. Wem musste ich denn das erzählen mit den... Wegen dieses Waffenhändlers. Das ist aber blöd, wegen der vermissten Leute. Ja. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Okay. Das entführte Mädchen Lucia hat sich den Banditen nach ihrer Entführung angeschlossen. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Du bist auf der richtigen Spur. Weiter so. Das ist alles, was du mir zu sagen hast, du aller Kuttenbrunzer. Das kann aber nicht wahr sein. Das ist dieselbe Scheiße wie im Mediamarkt. Und jedenfalls aber der Verkäufer, nochmal um auf den Verkäufer zurückzukommen, der hat sich wirklich alle Mühe gegeben und ich habe den verschiedene Tastaturen auspacken lassen, um mir die anzugucken, weil die interessant gewesen wären, die auch
die auch qualitativ in der Liga gespielt haben, wo man sagt, das ist eine Tastatur, ne? Die waren alle verpackt ganz unten im Regal und der Schrott lag oben. Ja, also der Schrott war ausgepackt und das Zeug von der Stange, was jeder kauft, das ist ausgepackt und die etwas teureren Sachen, und auch die, wo man sagt, das ist eine echte Tastatur, die waren ganz unten. Komischerweise redet aber im Internet jeder davon. Das ist interessant. Wovon im Internet jeder redet, auf Amazon und überall, das ist im Mediamarkt ganz unten im Regal. Das erklärt mir da mal einer die Logik. Das ist so eine Sache, wo ich gesagt habe, pennen die alle da oder was? Guckt da keiner im Netz? Gibt es da keine Marktanalysen dafür? Oder steckt da doch vielleicht ein tieferer Sinn dahinter? Was sich dann in der, man darf halt nicht alles glauben, was der SSD widerspiegelt, ne? Die 850 Evo, die sie zwar online anpreisen, das war genauso, wie du sagst, obwohl die bessere genauso wie kostet, momentan vom Marktwert her, liegt die ähnlich. Ne? Da kann man ja noch sagen, okay, das ist halt Mediamarkt, die wollen halt irgendwie Asche machen. Umsonst ist der Mann nicht so reich, dem der Laden gehört. Aber jetzt, wir können nur abwarten. Dann habe ich gesagt, okay, wenn sie die 57 mit riesen Tamtam in Prospekt und hast du nicht gesehen anbieten, dann nehme ich die halt mit. Weil die 850, aber eben nicht Pro, die mit dem besseren Controller, die hatten sie ja nicht. Das wäre für meine Zwecke jetzt egal gewesen, weil ich sowieso bloß Videos dahin aufgezeichnet hätte. Also es wäre keine Systemplatte gewesen, es wäre nicht so schlimm gewesen. Wir müssen nochmal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Ah, wir gehen zu Martin. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Und Elfrich, tun wir jetzt noch ein bisschen. Es tut mir ja leid. Ich habe einen Brief von deiner Lucia gefunden. Was? Gib ihn her! Lucia, das sagt auch Lucia. Nein, das glaube ich einfach nicht. Nein, ich kann das nicht glauben. Gewöhn dich schon mal. Es kann nicht sein, dass sie mich einfach zurücklässt. Tja. Nimm den Brief wieder mit. Ich will ihn nicht. Ich glaube fest daran, dass sie eines Tages wieder zu mir zurückkommt. Na, ich weiß nicht. Ich sag dir was. Nimm, was du kriegen kannst, mein Junge. Das funktioniert nicht. Ich meine, bei mir, ich habe das ein paar Mal so gemacht. Ich habe auch mal ein paar Mal blöd aus der Wäsche geguckt und habe wirklich alles investiert, wirklich alles. Und habe sehr viele auch berufliche Chancen weggeschmissen für Frauen, weil ich gedacht habe, das ist nicht eine gute Tat, aber das war mir einfach wichtiger. Oder die Personen waren mir einfach so wichtig, dass ich berufliche Karriere ganz hinten dran gestellt habe. Und so habe ich im Grunde genommen zwei sehr gute Jobaussichten weggeschmissen in meinem Leben. Wow, ich hätte es beinahe geschafft. Wo ich auch, wenn ich dort geblieben wäre, abgesichert wäre bis heute. Und das habe ich weggeschmissen. Ja. Also kann ich nur nochmals in aller Nachsicht denjenigen, die dann sagen, oh, soll ich und so. Ich muss ehrlich sagen, eben heute im Nachhinein. Ich kann das nicht glauben. Scheiß drauf, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Also, wegen dieses Waffenhändlers. Wegen des Waffenhändlers. Genau so. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Jetzt zählt er wieder alles auf. In den Knauf geritzt. Den Ring hier hatte ein Bandit bei sich. Er deutet auf einen Überseehändler hin. Diese Liste der Lieferung von Waffen und anderen Dingen an die Banditen hier trägt die Unterschrift von einem gewissen Fernando. So. Ich denke, das reicht. Das reicht. Fernando also. Na, der kann was erleben. Und dabei tut er immer so, als könne er kein Wässerchen trinken. Tja, so ist das bei so reichen Leuten. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Strafe absetzt, bis er schwarz ist. Reife Leistung, das muss ich schon sagen. Absolut. Watras wird sich freuen über diese guten Nachrichten. Der wollte gar nichts davon wissen. Ich wollte es ihm erzählen, aber es war dem völlig wurscht. Jetzt pass mal auf. Jetzt lassen wir das. Haben wir jetzt hier Pünktchen gekriegt? Ich habe gar nicht aufgepasst, weil ich immer noch irgendwie im Mediamarkt stehe. Also ich kann das ja auch mal ruhig nennen. Das ist ja auch eine Kritik. Ist mir wurscht, ob die da angekleckst kommen und sagen, das darf ich nicht behaupten. Ist mir völlig scheißegal. Zu euch sage ich, das habe ich alles schon durch. Auf einem ganz anderen Level, auf einem ganz anderen Niveau. Also mich kann man in der Beziehung überhaupt nicht mehr mundtot machen. Keine Chance. Dann ändert das ganz einfach. Also mit der 850er jetzt nochmal, ne? Dann habe ich mir gesagt, okay, dann nimm halt die 850er Evo, 109 Euro als Einbaukit, ist wurscht, dann habe ich sie jetzt. Ja, 10 Euro hin und her wäre jetzt völlig wurscht gewesen.
Dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich noch zu dem Verkäufer, dann nehme ich noch die 850er Evo mit, die ihr hier habt. Und da hat er gesagt, die muss ich bestellen. Da habe ich gesagt, wieso denn? Dann hat er gesagt, gucken Sie hier. Und dann hat er mir gezeigt, so auf der Webseite hier in Bayreuth, aber nicht verfügbar. Also in dieser Filiale nicht verfügbar. Ja, okay. Habe ich zwar verstanden, aber die Enttäuschung war trotzdem da. Ne? Und das ist ja immer das Blöde, der Kunde wird enttäuscht. Das ist das Blöde. Also, wegen dieses Waffenhändlers. Wegen dieses Waffenhändlers. Ich kenne, ja endlich, Halleluja. Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferung mehr tätigen kann? Ja, Martin wird dafür sorgen, dass er den Kerker so bald nicht mehr verlässt. Oh oh. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Heißt das, du wirst mich jetzt in den Ring des Wassers aufnehmen? Das war nicht unsere Abmachung. Oh. Und das weißt du genau. Möge Adanos deinen Weg erleichtern. Herzlichen Dank auch für das Gespräch. Du alter Kuttenbrunser. Wegen der vermissten Leute. Ich habe noch mehr Steintafeln. Nee, wir gucken noch mal. Ende. Na gut. Immerhin haben wir hier schon mal ein bisschen was abgeschlossen. Die vermissten was Burgenscheu. Informationen für Gavel. Nee, wir wissen da nichts weiter. Aufs Maul. Nee, also hier gibt es jetzt erstmal nichts weiter, was wir machen könnten. Nee. Ich denke, dass wir jetzt diese Laris-Geschichte einfach mal machen. Also mit Laris so ein bisschen um die Häuser ziehen. Das ist der Plan. Das mache ich. Wir könnten zwar noch mal zu den Söldnern gehen, ne? Und das ein bisschen vorantreiben, die Quest. Die ganzen Quests dort und noch ein paar Stärkepunkte absahnen. Aber ich würde mal sagen, Moment, ich guck mal schnell nach. Wir hätten einen Rohstahl, das lohnt sich nicht, da irgendwas zu schmieden. Das lassen wir mal gut sein. Und hier kommen wir auch nicht so wirklich weiter. Was haben wir denn an Lernpunkten? Da fehlen uns auch noch ein paar für den nächsten Schritt hier in der Stadt. Das haut nicht so hin, wie ich das will. Deswegen werde ich das mit Laris machen. Da laufen wir allerdings in die Nacht rein. Das stinkt mir so ein bisschen. Verdammt. Na, pass mal auf, da habe ich eine Idee. Die Probleme habe ich kaum gesehen. Meine Meinung will ja keiner hören. Zum Glück wäre ich nicht wieder schwach von der Seite voll gequatscht. Wir pennen gleich im Hafenviertel bei unserem angebotenen Bett. Weil die Fischmarie, oder wie die heißt, die hier hinten, die nette Fischmarie, wo ist sie denn? Da grunzen noch irgendwelche Biester, die wir vergessen haben. Pass mal auf hier, Fischsuppe. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Guckst hier, du. Nimm einen Teller. So, dies bekommen wir nämlich bei ihr. Und die hat uns ja, Edda hat uns ein Bett angeboten, was wir auch dankend annehmen. Deswegen wird sie auch von uns nicht beklaut. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ich will nämlich, wenn wir mit Laris um die Häuser ziehen, ordentlich Licht haben. Das geht mir nämlich tierisch auf den Sack, wenn es ja so dunkel ist. Überhaupt so Games, wo es dann dunkel wird. Ich meine, so für mich privat, die Viecher, wie die da grunzen, für mich privat ist das jetzt völlig Wurst. Ich habe da meine eigene Meinung. Aber am LP, ne, wenn man dann selber die Videos guckt und denkt sich, oh scheiße, ist ja total dunkel, man sieht überhaupt nichts, ist ja total kacke, dann denkt man natürlich auch, dass der Zuschauer das ebenso sieht. Also, hast du nicht gesehen, wegen der verschwundenen Leute? Wegen der verschwundenen Leute. Das ist nicht, du hast es schon gewusst. Schlimme Zeiten sind das. Okay, lass uns gehen. Was weißt du über die Dide? Lass uns gehen. Wohin? Wir gehen jetzt zu... Was du nicht sagst. Ich glaube da nicht dran. Das Ornament wegbringen. Das Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. So, der rennt jetzt hier los. Ich werde trotzdem mal kurz warten. Der wartet sowieso. Ich möchte mich mal gucken, was wir so ringtechnisch angelegt haben. Ring der Geschicklichkeit, Ring der Eisenhaut. Dann hätten wir noch Flammenschutzring, Geisteskraft, Schutz des Holzes, ist wurscht. Erkennungszeichen, Ring des Wassers, Ring der Kraft, Ring der Magie, Ring der Astralenkraft. Mana Bonus plus 10. Okay. Ja, das geht so. Also Laris, nur Laris ist Wahres. Wir haben noch ca. 5 Minuten, was wir jetzt zocken können. Und wenn wir da Laris hinterher watscheln, dann kann ich auch noch ein bisschen mich aufregen.
Also nochmal, der Verkäufer, ihm, ich bin doch nicht blöd, Markt. Das Verrückte ist, dass das Ganze so geschickt eigentlich gemacht ist, dass man selbst, wenn man noch über diesen Kram sich beschwert, ihn noch in die Hände spielt. Ne? Das ist Adamus ziemlich, aber sah, dass nun Ordnung, wie soll ich sagen, geschickt alles. Naja, jedenfalls hat der Verkäufer gedacht, ah, der, so wie der aussieht, hat er kein Geld. Und ich habe natürlich die teuerste Tastatur genommen, die überhaupt da hatten. Damit hat er natürlich nicht gerechnet. Ne? Ich habe aber sein Interesse erst woanders hingelenkt. Weil ich natürlich weiß, dass sie verkaufen wollen. Und habe ihn erst so ein bisschen, habe auch bewusst die Sachen ihn rauskramen lassen. Nicht, um ihn rumzuschicken oder so. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern weil man eine Tastatur, das ist wie ein Handwerkszeug. Wie ein gutes Schwert muss einem auch in der Hand liegen. Das nimmt man nicht und zieht los, sondern das muss zu einem passen. Und ähnlich ist es halt eben auch mit solchen Dingen. Oder mit einem Auto. Mit manchen Autos kannst du nicht fahren und jemand... Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Aber bitte, du willst von denen nicht etwa deine... Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Na klar, sicher. Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gut selbst. Ja, pass mal auf jetzt. Und das, was hat Kap? Du hast recht. Unsere. Aber lass uns jetzt weiter. Eben, lass uns mal jetzt weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib. Weil jetzt ist es nämlich so, dass ich ein bisschen quatschen will. Das Gesülze da ständig, ne? Naja, jedenfalls hat er mir den ganzen Kram, der halt irgendwie. Und ganz unten im Regal und sowas lag, rausgekramt einzeln. Und dann habe ich die Dinger angefasst und habe halt gemerkt, die ist scheiße, die ist extrem laut. Also es gab noch wesentlich lautere Tastaturen, die mir allerdings von den Tasten zugesagt haben, weil die ein bisschen weiter auseinander lagen. Aber das wäre dann für LP wäre es einfach nicht gut gewesen. Und da musste ich irgendwie einen Kompromiss finden. Also habe ich alles Mögliche dort durchprobiert. Und wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte ich... eine andere Marke genommen, weil sie einfach wesentlich robuster war und ein richtiges Stahlbett hatte, also so ein, oder ein Aluminiumbett war das, glaube ich. So, was denn schon wieder? Musst du pinkeln oder was? Lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Geschwafel da. Geh da einfach zu. Ich bin ein Läufer, ich laufe dich jederzeit gegen die Wand. Solange es nicht unbedingt länger ist als 40 Kilometer, ist das kein Problem. Also, naja, und zu guter Letzt dann habe ich gesagt, okay, und jetzt will ich die aber noch ganz gerne mal sehen. Und das war halt die teuerste, die sie da hatten. Und dann habe ich halt gemerkt, von den Tastenanschlägen ist die wesentlich leichter. Und von den programmierbaren Tasten hat es mir einfach zugesagt, dass man die eben programmieren kann und relativ unkompliziert. Während man spielt, kann man sie programmieren. Also man braucht nicht unbedingt die Software dazu. Und das kannte ich von einem Kumpel her, der schon in, ich weiß gar nicht, mit dem habe ich in den 90er Jahren ziemlich viel IT-mäßig gemacht. Also wir hingen immer so ein bisschen aufeinander, weil wir die gleichen Interessen hatten, was jetzt Computer und so anging. Und für damalige Zeiten hatte ich ein richtiges High-End-Gerät. Mach mir jetzt also wirklich nicht schlapp. Hä? Laber nicht so viel. Eben. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Mann, das spricht eindeutig für ihn, was er eben gesagt hat, ne? Quatsch nicht so viel. Mich da dauernd zu unterbrechen. Und jedenfalls hatte mein Kumpel damals schon eben so eine programmierbare Tastatur mit Makrotasten und so einem Kram, ne? In den 90ern, aber die war wesentlich robuster als das, was ich heute habe. Und ich glaube, die Tastatur hat, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube 260, 270 D-Mark gekostet. Aber es war ein heißes Ding. So, während Laris der gewaltfreien Lauf lässt, können wir hier so ein paar Sachen aufsammeln. So, die ganzen Pfeile, die sacke ich ein. Und die Rocket XDD-Maus, die hätte ich zum Beispiel nicht gekauft, obwohl die ja noch einigermaßen vernünftig aussieht, ne? Also die ist nicht so ein... Die sieht nicht so aus, als wäre sie gerade
aus der Enterprise rausmontiert worden, obwohl die Enterprise ja klare Linien hatten. Ich würde eher sagen, vom Design her ist es sowas wie, oh Mann, wie heißt es denn? Transformers. Ja, also jedes Mal, wenn ich diese abgespaceden Plastikmäuse sehe, für Kids, dann fühle ich mich immer so ein bisschen an Transformers erinnert. Und ich glaube, das ist der Sinn und Zweck der Sache. Leuchtender Plastikschrott. Ja, und diese Cone XDT, die ist zwar auch nicht viel besser, aber immerhin. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit alles fing damit an, der Grauen. Ja, ja, bla 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 bla. Lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Zum Teufel. Bleib dicht hinter mir. Kann aber nicht wahr sein. Mach mal du diese Trolle platt. Goblins. Ich sammle dabei. Hier schaut schon wieder so aus wie, wie so ein Cockpit, ne? Die Pilze waren genauso angeordnet. Wie in so manchen Autos die Instrumente im Cockpit. So. Die Burschen hier eingesackt. Fisch. Fisch ist gut. Die Goblins haben immer Fische dabei. Wir müssen das mit Laris ziehen wir jetzt noch durch. Und dann würde ich sagen, machen wir ein Päuschen. Den ganzen Kram, das können wir auch auf dem Rückweg machen. Laris, wo rennst du denn schon wieder hin, verdammt? Mann, jetzt rennt der da. Bist du davor oder was? Meine Fresse, na geh doch mit Gott, aber geh. Da muss man auch aufpassen, wenn man nämlich so weit von ihm weg ist, dann resettet er, glaube ich. Also das war mal so, ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht. Heilkraut und diese ganzen Sachen hätte ich noch ganz gern. Spore, ich glaube das war in Einfrierenzauber, ne? Hier oben gibt es auch noch was. Drachenwurzel. So. Also, ich würde sagen, hier kommen wir einfach später nochmal vorbei. Naja, jedenfalls sehen die Sachen halt so aus wie aus einem Raumschiff. Und das finde ich total kacke, also wenn man Haptik sozusagen dem Design opfert. Das ist sowas von dämlich, aber das kapieren Kapitalisten nicht. Den ist dann nicht zu helfen. Die Gier siegt sozusagen auf beiden Seiten. Ne? Der eine freut sich, dass er irgendwie so einen abgespaceden Plastikschrott hat. Und der andere freut sich, dass er sein Geld hat. Total irre. Aber im Prinzip ist niemandem wirklich damit geholfen. Ne? So, das sagt man doch ein. Also okay. Die Leute, die daran verdient haben, die jetzt dein Geld in der Tasche haben, denen ist schon damit geholfen. Die haben nämlich dein Geld in der Tasche. Aber du musst dann mit dem Plastikschrott irgendwie klarkommen. Ja, kann ich. Lass uns weitergehen. Ja, ja. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Finde ich super, dass ich ebenfalls so ein bisschen genervt bin. Blauflieder, Blauflieder. Und mein alter Ego ebenso. Was soll das denn werden? Oh mein Gott, Laris zur Hölle. Ist der bekloppt oder was? Der Laris hat Tinte gesoffen, glaube ich. Ich glaube, ich drehe am Rad. So, hier gibt es nämlich noch jede Menge Blauflieder, den hätte ich ganz gern. So, nachdem ich mich jetzt so ein bisschen ausgelassen habe über Plastikschrott, über teuren Plastikschrott, vor etwa 12 Jahren, 10 bis 12 Jahren hast du für das Geld richtig hochwertige Sachen bekommen. Also ihr müsst es ja auch mal rechnen, dass der Euro als solches ja nichts weiter ist als eine Geldentwertung. Auch wenn man die das nicht als solche verkauft hat, sondern mit anderen Verkaufsargumenten, aber letztendlich hat der Euro... So, hier kann es gefährlich werden. Lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Das Geld entwertet. Das sieht man sehr schön an alten Frauen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Und nein, die sind nicht alt und doof, sondern in dem Alter kann man sich's leisten, Kritik zu üben. Ohne dass man Konsequenzen fürchten muss. Das ist der Grund, warum ältere Menschen oftmals dann meckern. Ja? Weil die müssen keine Rücksicht mehr nehmen. Dass sie dadurch irgendwie
einen Nachteil erleiden oder so. Sie sagen einfach, was sie denken, wo ja auch die Demenz so ein bisschen eine Rolle spielt. Die lassen es einfach laufen, ja, sagen wir es mal so. Und sie haben oftmals recht. Und wenn dann die alte Oma im Supermarkt wieder sagt, wenn sie vor der Butter steht, die Butter ist schon wieder 5 Cent teurer, dann denkst du dir, oh, was sabbelst du denn schon wieder, Alte? Aber sie hat recht. Und ich kann mich noch erinnern, als sehr viel Feedback gekommen ist, wo Leute sich auch bei der Frau Bundeskanzlerin per Post, per Briefen und so weiter, und ich habe das auch mal irgendwo gelesen, dass man sich da mehrfach beschwert hat und dass es da auch eifrige Debatten drüber gab, dass die Preise bei den Lebensmitteln sich verdoppelt hätten. Das wurde ja seitens der Regierung vehement abgestritten. Nein, und überhaupt, das kann nicht sein. Und vereinzelt, ja, und das, die üblichen rhetorischen Floskeln, wo man die Leute sozusagen erschlägt, die es zwar spüren, dass sie beschissen wären, aber die rhetorisch, die auch das Feedback nicht haben, auch die Zeit nicht haben, sich die Fakten sozusagen in allen Einzelheiten anzueignen, damit sie diesen Leuten, die ihnen das verkaufen, Paroli bieten können. Das ist ja immer so ein bisschen das Handicap der einfachen Leute, dass sie sich nicht auszudrücken vermögen, aber sehr wohl wissen, dass sie betrogen werden. Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Machen wir. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, ja, bis hin zu Saturas. Ja, er wird sich schon um die Biester kümmern. Okay. Ich muss zurück. Ja. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Ja, wir jetzt sehen nerv uns. Nicht. Mach's gut. Jetzt läuft er, als hätte er Rasierklingen unter den Arm. Eben ist er gerannt wie Bekloppter. Und jetzt läuft er, als hätte er irgendwie... Was denn? Hör auf, hier rumzualbern. Bring das Ornament zu Saturas. Ist das schon gut? Ach, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass ich dann noch irgendwie mich auslasse. Scheiße. Ich bleib mal hier im Licht stehen. Oder hier oben. Weil hier ist gerade so schön. Ich finde das sehr entspannt. Laris. Ja. Hier oben ist auch noch ein Zelt, da müssen wir auch nochmal vorbei. Müssen ein bisschen aufpassen, weil hier hinten sind irgendwelche Viecher. Hier ist alles voll mit bösen Viechern. Na gut, ich habe mit der Maus oder Tastatur angefangen. Mit Plastikschrott soll es auch wieder enden. Also mit dem Fluch, dem Plastikschrott, der einem heute für überteuertes Geld angeboten wird, fürs doppelte Geld sozusagen. Also... Was der Kram für dasselbe Geld. Hätte man vor 12 Jahren richtig hochwertige Hardware bekommen. Also wenn ich jetzt sage, so eine Maus, nehmen wir mal an, die kostet 70, 80 Euro, was jetzt für eine gute Maus keine Seltenheit ist. Wenn ich das dann in D-Mark sozusagen rückrechne, ja, dann hätten wir das Doppelte an D-Mark gehabt und für dieses Geld eine Maus kaufen, da hast du das Beste vom Besten gekriegt. High-End-Ware hast du gekriegt. Also es gab dann keine teure Maus. Also ist das Geld aus meiner Sicht und aus vieler Leuten Sicht entwertet worden. Der Euro ist lediglich noch ein Mittel gewesen, um sozusagen diese allgemeine Entwertung aufzuschieben. Also das, um das Unvermeidliche sozusagen aufzuschieben. Mal sehen, was sie sich als nächstes einfallen lassen. Also, wird sich zeigen. Aber wir sehen uns in Folge, lasst mich überlegen, das ist 24. Wenn wir dann hier in den Untergrund gehen, wir gehen nämlich in den Untergrund, früher oder später gehe ich in den Untergrund und werde das Kapital von dort aus bekämpfen und siegen. In diesem Sinne, tschüss.